To excel means the go-to course method what you has. Axi Gladys Rempel. Hast du eine Frage, Andy? Bist du eine Frage Person? Oder bist du mutig? Hast du einen Unterschied von Frage und mutig sein? Ich glaube, du hast. Und mir gefällt es, dass ein großer Unterschied ist, wenn ich Frage sie innerlich oder ob ich mutig sie. Sieh, wenn du eine Frage hast am Horn, dann bist du Frage, dann hast du was und dann wird das Drama die angeht. Und dann hast du eine Krankheit über die ganze Welt ist. Oder ob deine Tänge mutig sind, oder ob dein Mann mutig ist, oder ob deine Früh die Fan bereint, oder was immer. Du hast eine Freude, Andy. Wenn du bloß mutig bist, dort ist abhängig, ob alles fanreich passiert. Dann bist du mutig, anders bist du nicht mutig. Hast du eine Freude, Andy? In Nehemiah Kapitel 8, Vers 10, dort letzte Port von dem Vers, da sage ich dort, sieht nicht bedrängt, willst du Fred um Horn, es wird dir stark merkt. Sie, wenn wir eine Fred haben im Horn, dort es wird uns wird stark machen, dort wie der schwere Tide kennen, der ich komme. Der Fred im Horn, es wirklich viel wird. Ich los, ein Stützchen trägt wird, und das wird so eine Person, wo da das Verstand studiert hat, und sie lehrt uns, wo. Wenn wir rechte Gedanken haben, wo dann sogar im Körper der rechte Ding, der im Mineral ist und verschiedene, der im Körper schickt hat, wird uns dann gesund macht. So ihr seht, dass wenn du eine Minute da bist, wird dich bist, äuerlich, dort macht dein Immunsystem schwach für Feuer bei 5 Stunden. So, ich weiß nicht, wo ich mein Immunsystem abplottet sei, aber dort ist dort, wo jens dort hat, jens Krankheit. Wenn unser Immunsystem stark ist, dann habe ich jeden Stund jene Krankheit. Dann kann eine Krankheit nach dich bei uns kommen, aber uns Körper nimmt den nicht an, wenn unser Immunsystem ist stark. Und dort sage ich, Dreck, wenn du wirklich bist, nur eine Minute bist, wo du hier warst, dann der dort Immunsystem schwach wurde für Feuerstund. So der Feuerstund, nur dem, dass du bei Stahl warst, wenn du dann bei Menschen kommst, wo du krank sind, dann wirst du leichter krank worden. Aber wollt ihr, was sie nachsehen? So ihr seht, wenn du eine Minute gescheit lachen lässt, dann für 24 Stunden ist dein Immunsystem stärker. So wenn du mal gut gelacht hast, bist vielleicht mit Freunden gewesen und ihr habt ein gutes Spaß gehabt und du hast bloß sehr gelacht für eine Minute. Die nächste 24 Stunden ist dein Immunsystem stärker. So wenn du dann mal Menschen kommst, die krank sind, dann wird dein Immunsystem, dein Körper, die Krankheit wegschieben, doller als anders. So, ich dachte, dort wird es sehr interessant, weil uns Körper, die Schrift sagt dort auch, dass wenn wir lachen, dass es gesund für uns so ist Medizin ist. Und so, wenn wir lachen in Freude haben, bloß lachen, weil ich dort meint nicht, dass wir eine andere Freude haben, nicht? Aber lachen ist du auch bei Lachen, ist sehr gesund. So, da und denke, durch diese nächste Zeit, wenn du Schwierigkeiten daran mal uns angehen, Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Geld, mit Gesundheit, mit Angst, mit was immer das ist. Aber wenn du freudig bist, dort wird die Kraft geben, dort mag die stark, so will wir freudig sein am Herrn. Wenn die das Mut gegeben haben und du was noch mal sonst das Video ausstehen, schreib die Nummer nur dort vorne mal 205-895-5883. Wenn du interessiert bist, Gladys anzuladen, dann bin ich nicht weg, ob ihr in einer anderen Stadt eine Rede haben, kannst du auch wieder das hier vorne machen.